erzähl mal, guck mal. Gänsemarsch, ganz in weiß. Ja, die Gänse sind weiß. Die rennen im Gänsemarsch zum Futtertrog. Im Dezember besonders werden sie gefüttert. Und dann auf einmal ist Weihnachten. Schau, Dieter, so schöne weiße Schwäne. Die kommen um das Weihnachten drum herum. Anders als diese Gänse. Mein lieber Schwan. Früher ist die Zeit vor Weihnachten Advent. Kannst du vielleicht noch erinnern. Heute heißt sie meditative Dynamik. Und diese Zeit dauert schon vom Sommerschlussverkauf an bis zum ersten Werktag nach Weihnachten, an dem ein Umtausch von Geschenken möglich ist. Das hat ein Schweizer geschrieben. Markus Römer nämlich aus St. Gallen. War's gut. Advent. Zeit der Ankunft. Ab in den Laden. Ja. Ich sehe mal, was machst du denn hier? Du willst so Weihnachtsbäume holen. Ach, nein, ich bewege mich auf dem Hohlweg. Ich will wieder einen verlassenen Ort zeigen. Man findet im Gebirge, im Erzgebirge zum Beispiel, viele solche Hohlwege. Verlassene Wege, verlassene Straßen. Und daneben hast du dann in heute gängigen Ort schön ausgebaut, Wanderweg, wo du lang zu gehen hast. Mit Strich, Rot, Grün, Gelb, Blau. Ja, früher sind hier die Fuhrwerke hoch und runter, ja. Hier hast du einen Eingang zum Hohlweg. Und hier ist der Weg, den du zu gehen hast. Ein grüner Punkt. Manchmal Strich, manchmal diagonal, manchmal ein Punkt. Hat er nicht etwas zu tun mit der grünen Plakette? Können wir auch mal drüber dazu erklären, was das im Einzelnen zu bedeuten hat. Die Farben, die Striche, die Punkte. Schau an, schon wieder ein Hohlweg. Ja, du hast recht, das sieht so aus. Aber hier kannst du nicht holen bezüglich verlassener Straßen, bezüglich verlassener Plätze. Das ist kein Hohlweg. Das ist ein Zeuggraben. Und zwar zwischen Gebirge und gelobtem Land. Gelobtland. Zwischen Gebirge und Gelobtland? Ja, ein Zeuggraben. So was gibt's wirklich. Und hier kann ich dir zeigen, da steht es sogar dran, Dieter. Du musst ein bisschen gucken. Verlassener Platz auf jeden Fall. Du. Ja, ich bin. Ja, du bist. Du bist ein Nichts. Was für Nichts? Na gut, tschüss, Dieter. Tschüss. Nee, halt, komm mal zurück. Komm sofort zurück. Du bist ein Nichts im Ganzen, wollte ich sagen. Ich bin ein Nichts im Ganzen. Ja, tschüss. Nein, du wolltest mal zuhören, bitte. Du bist ein Nichts im Ganzen, wenn du ihm nicht dienst. Steht hier, am Rathaus. In Freiberg. In Freiberg kann ich ja gar nicht fassen. Muss mal genau hingucken hier am Rathaus. Freiberg hat die älteste Universität, die älteste technische Universität der Welt, 1725 gegründet. Dresden vergleicht dazu erst 1828. Und dann stehst du ein Quatsch hier am Rathaus? Tatsächlich. Quatsch. Naja, das ihm ist aber kleingetrieben. Sollte uns das nicht zu denken geben. Muss darüber nicht mal nachdenken. So, wir sind jetzt auf der Bahnhofstraße 21, das darf aber niemand wissen, weil wegen Datenschutz. Achso, ja, in der Nähe vom Bahnhof, ja, und immer uns zum Wanderweg begeben, ja, heute an der Freiberger Mulde, auch ein Lost Place, eine verlorene Stelle, ein verlorener Ort, also nicht nur an der Zwickauer Mulde, an der Freiberger Mulde, auch solche Stellen. Könnt ihr selber recherchieren und in die Kommentare schreiben, was das war, was das ist, was das sein wird. Was denn nun schon wieder? Fisch verkauft, es ist so schön blau aus, Karten blau. Ja, nee, ich will keine Fische kaufen. Nee, wo willst du da hin? Ich will zum Wanderweg an der Freiberger Mulde. Da ist aber eine Kläranlage in der Nähe, da willst du deine Probleme klären. Ja, habe ich schon gedacht. Ja, Kläranlage ist was anderes als vielleicht eine Kläreinrichtung. Oder ein Erklärbär.
Dann sehen wir mal, du bist doch in der Augenweide. Ach, was, Lilly? Ich weiß schon, worauf du wieder anspielst. Auf die Weide, auf die Bruchweide. Das ist ein typischer Vertreter der Muldenaue. Wir sind hier heute Freiberger Mulde heute mal. Durch das Hochwasser so zersplittet, aber die Seitentriebe, das wurzelt dann wieder. Weitergehen oder willst du hier auch noch anwurzeln? Also ich dachte, es kommt wieder ein Spruch von dir, sowas in der Art, dass die Bäume auf alten Bildern so jung aussehen und auf neuen Bildern so alt, aber das ist bloß bei den Bäumen so. Ich dachte, sowas in der Art kommt wieder. Naja, das geht in Bäumen wie in Menschen. Naja. Na, Glück auf. Lugan, stehst du hier auf verlorenen Posten? Ja, das ist wieder so ein verlorener, verlassener Ort. Die Burgruine Lauterstein. Die wurde in den Wirren des 30-jährigen Krieges am 14. März 1639 zerstört. Und hier auf diesem Ort, an dieser Stelle, da verlieren scheinbar einige noch mehr, was mich immer stört. Guck dir das an hier. Verlorene Sachen auf Lost Places. Ja, das waren die 39, die Flaschen, wir haben das vergessen. Ja. Ich bin wieder da, Sigrid. Ich weiß jetzt, wo es lang geht. Ich habe die Leute gefragt, die haben es mir zwar gesagt und ich habe es gehört, aber ich habe es nicht verstanden. Was haben sie denn gesagt? Die haben gesagt, Drachzwack. Rechts weg. Nun ist aber die Frage. Standen die so rum mit dem Rücken so zu dir oder standen die dann so? Was meinten die mit rechts das oder so diese Seite? Ja, das wäre besser gesagt gewesen, wenn sie gesagt hätten, links weg. Ja? Links muss weg? Nee, Quatsch. Rechts weg, haben sie gesagt. Gucke an, was hast du denn hier Schönes aufgesammelt? Von wegen aufgesammelt. Aufgesammelt von wegen? Von welchen Wegen? Hier wächst doch gar nicht. Das ist aufgesammelt, habe ich mal gezupft zum Probieren. Sauerklee. Von wegen? Von wegen, im Winter wächst nicht. Ja, von wegen, im Winter wächst nicht. Hm. Na, Sigrid, Markstein gefunden? Markstein, der ist schon immer da. Aber heute noch einen zusätzlichen Stein gefunden. Ein Kriebstein. An der Kriebstein-Talsperre. Oh, wo hast du mich hingeführt? Das Gelände ist ja hier mit Gefahren verbunden. Wieso gefahren? Wir sind gelaufen. Oh, ja, na klar, mit mir gelaufen. Nur zu, wo du zu Fuß warst, bist du wirklich gewesen. Mit Gefahren. Guck mal die Seite hier an. Das ist einsturzgefährdet. In der Nähe möchtest du nicht kommen. Da bist du Gefahren ausgeliefert. Bist du gelaufen, Gefahren ausgeliefert. Ja, ich bin schon den ganzen Tag gefahren, ausgeliefert.